Neben den revolutionären Kinder- und Jugendliedern müssen auch die Lieder des Arbeitersports erwähnt werden. Welche fortschrittliche Gesinnung den Fichtesportlern innewohnte, die aus dem 1890 gegründeten ersten Arbeiterturnverein hervorgegangen waren, davon zeugen Namen wie Werner Seelenbinder, Namen der führenden Repräsentanten unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Hier spielte der Sport, der von den herrschenden Kreisen zur Kriegsertüchtigung missbraucht wurde, seine eigentliche Rolle für die Arbeiterschaft. Hier wuchs er im Sinne von Karl Marx als Mittel zur allseitigen Bildung und Erziehung des werktätigen Menschen.